Hallo und herzlich willkommen zu meinem dritten Let's Demonstrate. Ich wollte eben gerade schon die Euro-Demo 12 spielen. War auch schon 2 Sekunden am Aufnehmen irgendwie so. Und da habe ich mir die Spiele angeguckt und so, hä? Das kommt hier irgendwie bekannt vor. Weil ich hatte nämlich vergessen, mein zweites Let's Demonstrate in die Playlist mit aufzunehmen. Und ich dachte, ich hätte bisher erst eins gemacht und deswegen... Gut, dass ich mir dann doch noch mal geguckt habe und meine ganzen Videos durchsucht habe mit Demo und dann habe ich gesehen, oh, habe ich direkt schon mal in die Playlist reingeballert. Des Weiteren, ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr so viele Probleme mit den Demos haben werde, denn ich habe ja jetzt diesen Zauberkasten mir von Dennis ausgeliehen und ich hatte ja vorher das Problem, dass meine Elgato immer, ich sag mal, aufgehört hat aufzunehmen, als die Auflösung geändert wurde. Und dass, wenn ich dann irgendwie 12 Demos hatte, dann hat es 12 mal, also eigentlich 24 mal, die Auflösung geändert. Und dann hat immer ein Stückchen vom Video gefehlt, was dann aber nicht schwarz war, sondern es war halt einfach weg. Und da war meine Tonspur viel länger als das Video an sich, weil halt immer dieses Stückchen da gefehlt hat. Das war dann immer ein bisschen blöd zusammenzuschneiden, aber dieser Kasten hat jetzt die ganze Zeit immer ein Signal an die Elgato und eigentlich dürfte das jetzt nicht mehr passieren. Also immer wenn ihr oben links diesen blauen Kasten seht, dann wird die Auflösung geändert. Gut, genug gequatscht, schon 3 Minuten, nichts gemacht. Ja, Euro-Demo 14 und wir fangen mal direkt mit Discworld 2 an. Das ist jetzt nicht so mein Ding, glaube ich, das ist so ein... Was ist das für ein Spiel? Ich hoffe, es ist nur ein Video. So ein Point-and-Click ist das, glaube ich. Das ist voll nicht so mein Ding. Und die Demo macht mir auch ein bisschen Sorgen. Was jetzt gerade so aufkommt, denn... Die hat eben schon 2-3 Mal hat sie sich aufgehangen im Menü. Und die ist auch schwer zerkratzt unten drunter. Und das hat ihr jetzt gerade wahrscheinlich auch wieder das Genick gebrochen. Versuch sie mal hochkant hinzustellen, vielleicht bringt das ja was. Ich habe nämlich auch eine PlayStation, die läuft nur, wenn sie so schräg hochkant, also so diagonal quasi steht. Also sonst, ansonsten läuft die eigentlich ganz normal, nur wenn sie halt flach auf dem Boden steht, dann ruckelt die Musik. Aber wenn man sie dann so schräg hochkant hinstellt, dann geht alles. Ich lade mal neu, wir sehen uns. Ah! Jetzt funktioniert es. Sie steht hochkant und es läuft. Wunderbar. Loading. Ich lasse sie mal so stehen. Ich hoffe mal nicht, dass sie umfällt. Psygnosis. Present. Wie gesagt, ich glaube, es ist so ein Point-and-Click-Adventure. Point-and-Click-Adventure, ja. Und die Demo ist übrigens von 1997. Das ist aber ein ganz schön langes Vorstellungsding für Sutherland Barnett Productions. Oder so. Discworld 2, vermutlich vermisst. Ich kann das überhaupt nicht erkennen, was das da sein soll. Aber es ist, glaube ich, ein Pferd oder sowas. Muss ich irgendwas drücken? Ah, neues Spiel? Spieloption. Wir machen einfach neues Spiel. Matrose, kann sie hier festhieven. Eine scharfe, mitwärtige Brise bläht unser Segel auf. Zum Glück, sonst müssten wir den Schiffszwieback aufholen beim Klabarermann. Wie bitte? Oh, entschuldige bitte. Ich hab dich für einen Seemann gehalten. Lassen wir das Seemannsgarn und so mal beiseite.
Hast du bei deinen Reisen Gelegenheit, interessante Orte zu besuchen? Ei, Junge, ei! Wir segeln zum sonnigen Kontinent 4X. Dort gibt's Sonne, Wellen, Sand, Sonne, Wellen, Garnelen, Sand, Sonne, noch mehr Wellen, noch viel mehr Sonne. Und aus irgendeinem Grund recht beharrliche Witze über Schafe. Ja, das mit den Schafen sollten wir einfach mal vergessen. Ja, ich wünschte, ich könnte das. Meine Güte, kannst du mich bei deiner nächsten Reise mitnehmen? Das geht leider nicht, mein alter Möchtegern Schiffskamerad. Ich befördere nur die lebenden Toten. So lautet die Vereinbarung. Bis später. Discworld 2. Demo. Nur die Toten kommen davon. Bei dieser Demo besteht dein Ziel darin, die Stadt zu verlassen. Lebend oder tot, sozusagen. Also ich muss sagen, der Sprecher gefällt mir ganz gut und unser Zauberer oder was das ist, hat die Stimme von... Fuck, mir fällt der Name nicht ein. Hier, der auch bei Forrest Gump, Tom Hanks. Tom Hanks, die Synchro-Stimme von Tom Hanks hat er. So, was... Okay, das ist unser Cursor. Warum haben wir eine laufende Tour? Ich weiß es nicht. Kann man da lang? Also ich bin, für so Spiele bin ich irgendwie nicht gemacht. Ich bin schon ganz froh, dass ich die komischen Spiele von Artifex Mundi ganz gut hinkriege. Ach, mit Quadrat, Moment. Ah, mit Quadrat kann man laufen. Kann man da rein? Ja. Also ich habe überhaupt keine Ahnung von Discworld. Also, so, null. Und das, was er eben da mit dem Kapitän da gequatscht hat, fand ich eigentlich schon mal ganz lustig. Da habe ich ein ungutes Gefühl. Okay, das muss man mit Kreis machen. Eine Kristallkugel, komplett mit Testbild. Mit Testbild? Wo läufst du hin? Ich wollte dieses Ding da oben. Na gut, dann guck halt in den Wandschrank. Ein Wandschrank. Genau der richtige Ort für das eine oder andere Skelett. Eine Holzpuppe. Ihre Arme sind fast so zierlich wie meine. Wahrscheinlich müssen wir dieses Kleid anziehen. Die Schere eines Schneiders. Ich bin für so Spiele einfach... Ich soll hineinklettern? Kommt nicht in Frage. Nie ist jemand im Innern der Truhe gewesen und zurückgekehrt, um davon zu berichten. Ich werde es wahrscheinlich nicht durchspielen, weil ich bin dafür einfach zu blöd. Weil das ist irgendwie, das sind immer so ganz merkwürdige Sachen. Das ist dieses Ruckeln, ne? Das macht mich ganz kirre. Wer bist du denn? Leichen... Dies ist also der Leichensammler, wie? Ich habe als junge Schmetterlinge gesammelt. Vielleicht führt das eine zum anderen. Oh, reizend. Ein Karren voller Leichen. Nun, ein kleiner Ausflug, frische Luft. Ist sicher ganz angenehm. Frische Luft. Kann man mit dem reden? Ist das möglich? Holt eure Toten hervor! Luxuriöser Jenseitsreisedienst! Erstklassiger Service! Beste Agentur für den Leichentransport in ganz Ankh-Morpork! Was? Sehr empfohlener Service! Holt eure Toten hervor! Was? Achso, da ist der Cursor. Ich möchte mit dir quatschen. Was hab ich gemacht?
Bist du tot, Verehrtester? Ja. Hier Text einfügen. Tot? Natürlich nicht. Sehe ich etwa tot aus? Oh, das ist manchmal schwer zu sagen. Weißt du, wenn du tot bist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Transport in ganz Ankh-Morpork. Das ist jetzt so am Rumbacken. Es kann natürlich an der zerkratzten Unsere CD liegen. Unsere Jenseitsreiseagentur bietet Dutzende von sehr interessanten Beerdigungszielen. Hast du darüber nachgedacht, über die vielen Vorteile? Vorteile? Welche Vorteile könnte es geben? Nun, geringere Kosten in Bezug auf Kleidung, Lebensmittel, Heizöl im Winter. Geringere Miete. Geringere Miete? Nun, normalerweise bewegen sich Tote nicht viel. Man kann sie in irgendeinem Loch unterbringen. Das war nur der kleine Scherz eines Leichenbestatters. An deiner Stelle würde ich auf so etwas verzichten, sonst bist du bald dein eigener Kunde. Ich möchte... Um ein gutes Gespräch zu beginnen. Achso, das ist jetzt... Wir gehen mal noch hier hinten hin. Gucken, was uns da erwartet. Und dann werdet ihr, glaube ich, schon so herausgefunden haben, was es hier so geht. Also lustiges Point-and-Click, mit dem ich natürlich nicht klarkomme. Das Ding ist fest mit dem Boden verbunden. Vielleicht darf man noch einmal hineinspucken, bevor man abtreten muss. Das scheint kaum einen Sinn zu haben, da sie gar nicht antworten kann. Lieber eingemacht, als in die Pfanne gehauen, wie? Gläser, wie? Offenbar gibt es hier jemanden, der auf Eingemachtes steht. Okay, jetzt quatschen wir ihn noch an. Hallo, ein Toter. Komm herein. Hier kannst du in aller Ruhe verwesen. Ich bin nicht tot, wollte nur freundlich sein. Bist du nicht mal ein bisschen tot? Schwinden dir nicht die Kräfte? Kein quälender Husten? Hast du weder irgendwelche Zuckungen noch Fieber? Das kann doch nicht zu viel der Mühe sein, oder? Tut mir leid. Schade. Heutzutage macht die Arbeit überhaupt keinen Spaß mehr. Okay, ich werde das jetzt hier... Ich habe zwar Oddworld bis zum Ende der Demo gespielt, aber da wusste ich auch, was auf mich zukommt. Und erstens, ich kenne dieses Spiel nicht und zweitens habe ich da auch nicht so Spaß dran, weil ich habe halt null Ahnung, was ich hier machen muss. Deswegen, ich hoffe mal, dass das funktioniert mit allen vier Schultertasten Select Start. Ich weiß nicht mehr, ob das so war, aber vielleicht kann man das damit zurücksetzen. Das sieht gut aus. Weil da muss ich nämlich nicht den Reset-Knopf drücken und mir nochmal das ganze Gezumpel angucken. Mit Booten und so. Wir sind direkt im Menü wieder. So, dann haben wir hier Gran Turismo. Werden wir wahrscheinlich zwei Ründchen düsen können. Mit irgendwie einem Auto oder zwei zur Auswahl. Und ich habe Gran Turismo 1, glaube ich, auch noch nie gespielt. Und wenn, dann nur auf Demo. Ich habe immer Gran Turismo 2 gespielt. Und das hatte mein Vater damals gekauft. Aber das Intro werde ich noch abspielen lassen. We'll be right back.
Das war ganz schön lang. ich denke mal, wir werden nicht mehr zum Fahren kommen. Ich denke mal, das wird nur ein Video gewesen sein. Ich finde das auch immer sehr schön, wenn sie jetzt da im Demo-Menü dahinter schreiben, dass es ein Video ist. Weil dann freut man sich schon voll darauf und ja. Aber ich finde, Gran Turismo 1 hat sich vom Design her überhaupt nicht verändert zu Gran Turismo 2. Nächstes Spiel. Oh, geil. Cool Borders 2. Ich hoffe mal, dass es kein Video ist. Cool Borders habe ich früher so gerne auf der Demo gespielt. Ich habe das nie mal irgendwie das richtige Spiel gehabt. Ich habe das immer nur auf der Demo gezockt. Leider auch nur ein Video, so wie es aussah. Schade. Aber das habe ich... Ich muss es nochmal wiederholen, das habe ich echt gerne gespielt auf der Demo. So, was haben wir denn als nächstes? Ich hoffe mal, dass nur zwei Videos drauf waren und der Rest spielbare Demos. Und ich glaube, Z oder Z oder... Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Z auf jeden Fall ist, glaube ich, das nächste Spiel. Ja. Keine Ahnung, aber ich glaube, Dennis hat das auch hier irgendwo rumstehen. Ich weiß nicht genau, was das ist. Hat sie sich wieder aufgehangen? Ich glaube schon. Ah! Nur ein bisschen warten, aber man hört sie ja immer arbeiten, wieder in der Laser. So. Es könnte auch Spyro sein. Jetzt nicht mehr, aber es hätte eben auch Spyro sein können. Renegade. Mhm. Also ich kenne das Spiel jetzt so überhaupt nicht. Chrysalis. Das ist nicht eine Pflanze? Heißt, gibt es nicht eine Pflanze, die Chrysalis oder Chrysalis oder so heißt? Level 6. Was? Schmieriger Bolzen. Das ist so schwierig zu lesen. Ja gut, auf dem kleinen Vorschaubild kann ich es erkennen, aber auf dem großen Bildschirm hier, das ist mir... Das ist schwierig. So, wir haben auf jeden Fall entweder kleine Roboter oder Leute, die in so einem Anzug drin sind. Oder wir haben so Spielzeugsoldaten, Actionfiguren.
komm, bitte. Nimm noch mal deine ganze Kraft zusammen. Dankeschön. Ach, das ist hier so ein, hier so ein 10, Command & Conquer-Ding. Ach Gott, da bin ich... Das ist eine super, super Demo für mich. Wir sind schon unterwegs. Okay, wir haben die Psychos. Was ist das? Können wir nur 3 Minuten spielen, oder was? Hier, Psycho-Einheit. Hier, geh mal dahin, was ist das da? Sektor unter Kontrolle. Okay, das war das gut, Fahrzeug was ich... erbeutet. Geil, ich habe was Gutes gemacht. Und hier, das Gelbe kann man bestimmt abernten und das Orange nur. Ah, da oben ist der Blaue, okay. Jetzt sehe ich das, Was? Roboter hergestellt. Was? Roboter hergestellt. Also es sind auf jeden Fall Roboter. Jawohl. Jawohl. Marschbefehl bestätigt. Kriegereinheit. Komm, wir schicken die einfach mal hier hoch. Wird erledigt. Jawohl. Roboter hergestellt. Hier geht man dahin. Da. Okay. Ist das gut, was ich hier mache? Ich glaube, ich sollte. Oh nein, oh nein. Jetzt geht Schießerei los. Wir liegen unter Beschuss. Yeah. Sie sind einfach überall. Cool, wir haben doch gewonnen. Sektor unter Kontrolle. Unser Sektor. Oh nein, die haben einen dicken Panzer. Oh mein Gott. Sie sind einfach überall. Oh, die haben meinen Panzer kaputt gemacht. Kann man nicht. Kann man hier irgendwie. Ah. Ich bin. Sektor verloren. Ist das eine Mülltonne? Ist wahrscheinlich ein Medikit oder sowas. Roboter hergestellt. Ich bin total überfordert mit dem Spiel. Hier, Kriegereinheit. Hier, geht mal dahin. Da. In Ordnung. Der Panzer direkt mit. Warum raucht das? Ah! Ihr Vor wird angegriffen. Ich hab gesagt, wir werden... Das war's ja wohl. Oh. Ihr steht doch nicht da rum, macht doch was. Greift den Panzer an, legt euch davor und lasst euch überfahren. Wir liegen unter Beschuss. Ja. Ihr Vor wird angegriffen. Ihr Vor wird angegriffen. Hilfe! Hilfe! Ihr Vor wird angegriffen. Na gut. Radar aktiviert. Ihr Vor wird angegriffen. Also ich schätze mal, wenn mein Vor kaputt ist. Was? Produktion aufgenommen. Sie sind einfach überall. Ihr Vor wird angegriffen. Das war scheiße mit Verlaub. Wir verachten Sie, Sir. Wir verachten Sie. Ach, super Demo für mich, muss ich sagen. Also jedes Spiel darauf hat sich bisher super gelohnt. Vor allem auch die Videos, weil ich habe früher sowieso immer Videos auf Demos... Habe ich gehasst, da hat man sich so gefreut, so, ja geil, können wir mal Cool Borders zum Beispiel zocken. Ja, das war dann, war das nur so ein altes Video. Schön. Nö, 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 nö. Sie haben verloren. 3 Minuten 57 ausgeschaltet. 1 verloren, 8. Wieder, nein, Ende.
Das wäre dann eher so ein Spiel für Dennis gewesen. Aber sowas kann ich überhaupt nicht. Ich bin da total schlecht drin. So, was haben wir als nächstes? Ups. Shadow Master. Sagt mir jetzt nichts. Self-Play, was ist das denn? Achso, ein Spiel, das sich selbst ist, wahrscheinlich eine Demo. Nee, ich möchte aber selbst spielen, gerne. Sah schon sehr bedrohlich aus. Das ging aber schnell. Ach! Doch, das habe ich schon mal gespielt. Aber... Nicht so richtig. Bäh. Was ist das? Kommt ihr denn her? War das eine Falle? Jason. Es erinnert mich ein bisschen an Ghost in the Shell. Wie hieß das? Hieß das so? Also von der Grafik irgendwie so ein bisschen. Wir sind auf jeden Fall in so einem Ungezieferding drin. Riesenvieh. Die sieht aus wie das Teil von... Wow, da kommt ja was raus. Wie von Spyro, diese silbernen Teile, diese silbernen Käfer. Nein. Okay, man kann auf jeden Fall auch hoch und runter steuern. Jetzt stirb doch endlich mal weg, du Drecksvieh. Also ich muss sagen, das wäre auch kein Spiel für mich. Da darf man wahrscheinlich nicht rein. Hier ist aber noch irgend... Was ist denn das Rechte da für eine Anzeige? Ah, strafen kann man auch, okay. Okay, die kommen ja unendlich. Ja, dann hauen wir mal ab hier. Fremd. Oh, das ist gruselig. Guck mich nicht so nah an. Ich mag dich nicht. Wir sind gleich eh tot. Was ist? Oh Gott. 16 stunning levels over 7 huge worlds over 60 different polygon-based creatures. Bla bla bla. Die Ultimate 3D Blast. Nee. Nee, auch nichts für mich. Was ist das? Ich will mal gucken, wie du selbst spielst.
wenn es sich denn selbst spielt. Wie hat er das ausgewählt? Das spiele ich jetzt gerade natürlich. Man hat auf jeden Fall 4 verschiedene Waffen zur Auswahl. Ich verstehe auch nicht, warum man das nicht einfach auf die 4 rechten Knöpfe gelegt hat. Weil die haben eh alle das gleiche gemacht, beziehungsweise haben sie auch teilweise gar nichts gemacht. Ja, es war doch eine Falle. Es war eine Falle. Da greift dich jemand an. Okay, das ist genug. Man muss auch übrigens nur... Nee, gar nicht wahr. Ich habe Quatsch erzählt. Ich dachte, man müsste einfach wirklich nur Select und Start, aber dann hätte das ja gerade funktioniert. Man muss wahrscheinlich doch die Schultertaste noch dabei drücken. So, was haben wir denn als nächstes? Hey. Roscoe McQueen ist, glaube ich, dieser Feuerwehr-Heini. Aber wir machen erstmal Formula Cards. Weil Roscoe McQueen hatten wir ja schon mal. Deswegen würde ich das gerne als letztes spielen, falls es das gleiche Level ist, damit man das dann schon mal schnell zum Ende bringen kann. Es dreht sich. Formula Cards. Ach du Heilige. Hatten wir Roscoe McQueen schon mal? Ich glaube, ich habe mal angefangen, die Demo zu let's demonstraten, aber ich habe dann irgendwie aufgehört. Es kann auch sein, dass wir Roscoe noch nicht hatten. Ja, ich möchte gerne fahren. Wir dürfen nur Single Race machen. Okay. Ja, fahren wir halt in Deutschland, ist okay. Fahren wir halt mit dem lilanen Typen. Ist auch okay. Also ich kann mich erinnern, dass ich das hier gespielt hatte. Aber so als ganzes Let's Demonstrate kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich das mal gemacht habe. Ich habe da irgendwie, glaube ich, zwischendurch aufgehört, weil es abgeschmiert ist oder so. Ich weiß es nicht. Das wäre bei der Demo auch keine Seltenheit. Ich bin ganz froh, dass sie jetzt schon so stabil gelaufen ist, dass sie nur am Anfang einmal hängen geblieben ist. So, enttäusch mich nicht, jetzt wo ich dich gerade gelobt habe. Nee, dann stelle ich dich nochmal auf normal hin. Vielleicht wird sie dann ja. Sie sucht auf jeden Fall irgendwas. Na komm schon. Tatütata. Können wir raus? Nee, sie lädt. Ich werde resetten und wir sehen uns im Rennen wieder. Okay. Wir sind im Rennen. Das war ein langes Tröte. Wow, what the fuck? Okay, ich brauche. Das ist so rutschig. Ich werde auf jeden Fall nicht Erste. War das? Das ist eine angenehme Steuerung, muss ich sagen. Das bockt schon ganz gut. Get going! Ach, das ist... War das die Boxengasse? Final lap. Doch, das ist cool, das macht Spaß. Vorbei. Ich hab's nicht geschafft. Oh nein.
Naja. Aber das war ein cooles Spiel. Das hat Spaß gemacht. So, dann hätten wir jetzt noch Roscoe oder Roscoe McQueen. Ja, ich weiß, ich bin Letzte. Ich habe 18 Sekunden gebraucht und ja. Es war nicht gut. Die hätten mich ja auch mal eine Runde zum Testen fahren können. Fahren lassen können, so. Weiß nicht, ich finde die Musik irgendwie geil und dieses Hintergrundding, dieses, wie nennt man das nochmal? Weiß es nicht, dieses, das hat man, haben wir immer im Kindergarten gehabt, das ist so ein rundes Ding mit so einer Linse vorne drin und dann irgendein Kleinscheiß, der da drin war. Dann konnte man damit so ins Licht gucken und da hat man so Sachen gesehen. Irgendwas mit Coop, glaube ich, am Ende. Naja, wir spielen Roscoe McQueen als letztes. Mir fällt es nicht ein. Und Spiegel waren da auch drin in diesem runden Teil. Slippery Snake Studio. Nicht Slippery Climb, sondern Slippery Snake. Das ist auf jeden Fall dieser Feuerwehr-Fuzzi. Ich weiß nicht, ob wir das schon in der Demo hatten. Das ist jetzt blöd. Arigato! Was mit dir? Nee. So. Da! Stirb! Ich hab dich leider nicht verstanden. Tut mir leid. Okay, da können wir nicht lang. Wahrscheinlich dann hier rein können wir. Ja, natürlich. Können wir das aufmachen? Ah, okay, dann erscheint das da oben. Oh, wir können uns hochziehen. Hat mir das Energie abgezogen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da am Blinken ist. Wieso auf jeden Fall? Water! Ah, God's precious water. Was ist das? Muss man da rauf? Some of those metal apes are still running around back there. Diese Steuerung. Are still running around back there. Es ist. Oh nein. Also das mit der Steuerung habe ich noch nicht so ganz drauf, muss ich sagen. So. Jetzt kommen wir hier aber weiter. Nee. Wo müssen wir denn hin? Ach, da. Aber was ist hiermit? Hier sind ja auch noch so Dinger. Was ist das? Sind das Donuts? Ja, ich glaube, es waren Donuts. Alles essen und fett werden. Ja, okay, wir können nicht mehr. Okay, stirb! Okay, wir müssen wahrscheinlich erstmal wieder hier rein. Warum sagt er Wuhu? Yay, es brennt, ich darf's löschen.
Come, Digit. We still have work to do. Also irgendwie ist es schon cool, das Spiel. Aber es ist halt auch schwierig zu steuern, sag ich mal. Ich weiß noch nicht, ob wir die Dinger hier auch kaputt machen können, dürfen. Aber ich glaube schon. Weil die setzen ja hier alles in Brand, ne? Und das ist ja nicht so geil. So. Hallo, help. Hallo, ich hab dich gerettet, ne? Okay, das ist mein. Ich bring dich weg, Fuzzi. Hallo, also, help. Hallo, help. Ach. Aber wer hat da Hello Help gesagt? Oder war das einfach noch von der einen Fuß da? Come, Digit. We still have work to do. Milch! Was das ist das? Weiß ich nicht. Milch und Donuts oder was? Okay. Irgendwer ruft hier doch Help! Oder muss man hier hoch? Hallo? Ich glaube schon. Ah, guck mal da. Ja, wie kommst du denn? Yay! Also, steuerungstechnisch ist das nicht so geil. Okay. Wir haben ein kleines Geheimnis. Oh, ein super Mega-Roboter. Stirb! Oh, der hat mir aber ganz schön gut abgezogen. Ne? Aber wir haben den auch ganz schön gut tot gemacht, ne? Ich höre irgendwas brennen. Ja. Das ist auch richtig, dass ich da was brennen höre, dann ist die Hölle los. Ich hoffe mal, ihr hört jetzt nicht das, was da gerade draußen abgeht, denn Dennis hat die Balkontür aufgemacht. So, okay, das Feuer ist weg, aber hier ist auch nichts mehr, aber... Weiß ich. Aber Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Hello, help! Mach doch mal langsam, ich bin noch da. Hello, help! Ach, da! Ach so, je länger man da drauf springt, desto... Jo, mach mal Krach, ey. Okay, das ist doch... Ich spiele das jetzt weiter, weil es macht Spaß. Oh, die tun mir weh. Okay. God's precious water. Aber hier ist jetzt keiner mehr, oder was? Jetzt kann ich hier nicht. Doch, da ist eine Tür. Stirb! 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 Nimm sie mit. Come, Digit. We still have work to do. Okay, weiter geht's. Ist hier noch einer? Nee. Also, ich will das immer mit den Schultertasten, will ich die Waffe wechseln, ne? Kannst du bitte... Hallo? Dankeschön. Ich wollte schon sagen, ich habe gleich kein Wasser mehr. Ja, schön reingelaufen. So, hier muss doch noch irgendwo eine Tür sein. Oder ein Knopf. Knöpfchen. Da.
Stirb, 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 stirb. Oh nein, jetzt brennt das schon wieder. So. Oh nein, oh nein. Uhu, yay, es brennt. Die Musik hört sich nach dem Koku-Level an, irgendwie von Cortex-Gezumpel, Cortex. Der vierte Crash-Teil. Mann. So, bitte einmal retten. Come, Digit. We still have work to do. So, weiter geht's. Obwohl, warte mal, das könnte man vielleicht. Könnte man vielleicht gebrauchen. Und das Wasser, was hier ist. Ah, God's precious. Dass das immer direkt anfängt zu fackeln, ne? Und schon wieder falsche Taste. Wow. Da habe ich gar nicht gesehen, dass es da gebrannt hat. Los. Oh nein, ich habe gleich kein Wasser mehr. Water's low. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass das Water low ist. Hast du das schon? Oh, das war cool. Das war echt cool. Also, wenn man sich an die Steuerung gewöhnt hat, ist das ein echt cooles Spiel. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja gut, und dann war das schon die Demo, Euro-Demo 14. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, wir werden uns dann hoffentlich bei meinem nächsten Let's Play, nämlich Ein Königreich für ein Lama, wiedersehen. Bis dann. Tschüss.